Ja, es ist eine traurige Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in jeder Hinsicht. Einmal die ganze Corona-Geschichte, die ich ja dank Professor Burkhardt jetzt ja mitverfolgt habe und dem Meleschke. Ja, und dann bahnt sich ja noch ganz was anderes an. Ich denke, noch eine fürchterlichere Dimension, wenn es ganz schlimm ausgeht. Also, es macht dich sehr hoffnungsfroh, die Zeit im Moment. Und Sie sind jemand, der darüber auch, Sie deuten es an, aber Sie meinen die Ukraine-Russland-Krise, das ist ja ein harmloses Wort, aber Sie sind jemand, der sachkundig ist. Sie sind nicht nur Sachbuchautor und Experte für US-Geopolitik, sondern Sie hatten als junger Hauptmann 1973 Einblick in die nukleare Kriegsplanung der NATO. Ja. Also vor dem Hintergrund können Sie uns bestimmt einiges Erhellendes berichten. Ja, also damit man auch mein Engagement versteht, ich habe nach dem Ingenieurstudium 1973, ich war noch 26 Jahre alt als junger Hauptmann, habe ich mich mit den vorbereitenden Befehlen für den Einsatzfall beschäftigen müssen. Ich hatte dazu im Panzerschrank einen Ausschnitt des scharfen General Defense Plans, und zwar Ausschnitt Bayern, weil unser Korpionierbataillon dort eingesetzt worden wäre. So, und diese Befehle, die ich da ausgearbeitet habe, zeigt mir, was hier letztendlich geplant war. Und im Jahr 73, im Juni, hatte auch dann die nukleare Planungsgruppe der NATO für den Gefechtsabschnitt Weser bis zur Weichsel 2200 Atomzielpunkte vorgesehen. Und meine Verwendung war die für den Verteidigungsfall, war die eines atomaren Sperrzugführers. Das heißt, ich hätte einen Bundeswehrzug führen müssen und dazu einen Trupp Amerikaner mit den Atomsprengköpfen. Also ich war ganz an dieser atomaren Ebene auf der untersten Stufe. Und wie gesagt, Willy Wimmer, mit dem ich mich ja inzwischen seit 2010, mit dem ich befreundet bin, der war in der Rolle des Verteidigungsministers 1988 und hat da im Bunker gesessen und hat am 7. gespielten Kriegstag den Befehl bekommen, Potsdam und Dresden atomar anzugreifen. Also von uns beiden, wir sind die Zeitzeugen, die das verbürgen können, dass das geplant war. Was im Moment geplant ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass seit einigen wenigen Jahren die nukleare Planungsgruppe wieder aktiv ist und dass die Bundeswehr im Rahmen der nuklearen Teilhabe den Bombenabwurf übt, und zwar inzwischen noch auf den 40 Jahre alten Tornados. Diese Atombomben, die B-61, 20 Stück davon sind in Büchel gelagert, und die Luftwaffe, die dort stationierte Luftwaffe, hat den Auftrag, die dann auch ins Ziel zu fliegen. Und wie gesagt, vor 10 Tagen hat Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag diese nukleare Teilhabe auch angeschnitten. Und da muss ich sagen, in der jetzigen Phase eines Krieges, also der sich ja noch ausweiten kann, wir sind heute am 16. Kriegstag und das Leiden der Menschen geht weiter. Das ist einfach in der heutigen nicht vorstellbar. Das ist ja nur ein paar hundert Kilometer weit oder 1000 sind es insgesamt. Die Flüchtlinge strömen über Polen auch nach Deutschland und werden hier aufgenommen. Das ist ja alles sehr positiv, was wir hier an Menschlichkeit sehen. Aber zugleich auch, entschuldigen Sie, muss ich sagen, vor ein paar Wochen vor dem Krieg noch, da wurden hier die Ungeimpften tatsächlich ausgeschlossen. Sie wurden beschimpft und sogar im Verwandtenkreis wurde bei einer Feier von einem SPD-Politiker gefragt, die Ungeimpften sollen alle verrecken. Das war auf einer Familienfeier, wo er wusste, ein Neffe ist ungeimpft. Also noch einmal, so weit geht das hier oder ging das hier. Und jetzt auf der einen Seite diese Menschlichkeit, was ja positiv ist, und auf der anderen Seite schickt mir mein Bruder Bilder aus Osnabrück. Da werden an den Häusern, in denen Russlanddeutsche wohnen, weiße Kreuze gemalt. Und soweit ich das auch verfolgt habe, werden hier lebende Russen von Ärzten nicht mehr behandelt. Was für eine Unmenschlichkeit. Also sowohl Menschlichkeit wie auch Unmenschlichkeit. Das macht mich alles sehr betroffen. Und wie gesagt, und in dieser Situation, wir wissen nicht,
was sich da abspielt seit 16 Tagen. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe die Truppenaufstellung der Russen an ihrer Westgrenze zwischen 150.000 und 190.000 Soldaten mit dem entsprechenden Gerät. Ich hatte immer ausgeschlossen, dass das für eine Invasion reicht, wenn Sie bedenken, die Ukraine ist viel größer als Polen 1939 und da hat das Deutsche Reich mit 3 Millionen Soldaten angegriffen. Also diese 150.000, 190.000 Soldaten sind nicht in der Lage, eine derartige Invasion durchzuführen. Ich weiß auch nicht, was sie da machen, ob es nur eine spezielle Militäroperation ist. Aber wir sehen, wir haben auch kaum Nachrichten. Was wir hören, ist Propaganda. Und diese Propaganda begann ja einen Tag vor der Sicherheitskonferenz, als gemeldet wurde, Putins Schergen haben auf einen Kindergarten geschossen. Die Bilder halten eine Untersuchung nicht stand. Also es ist äußerst fragwürdig. Aber es war natürlich zeitgerecht zur Sicherheitskonferenz. Und jetzt hören wir seit 2 Tagen, dass russische Truppen auf eine Geburtsklinik in Mariupol geschossen haben. Das ist genau zu dem Zeitpunkt, als Zelensky und auch amerikanische Politiker eine Flugverbotszone fordern über der Ukraine. Und wo diese Flugverbotszone hinführt, das haben wir in Libyen gesehen, es führt dann auch wieder in einen noch größeren Krieg. Also diese Eskalation hilft uns überhaupt nicht weiter. Es geht darum, zu deeskalieren und zwar, wo es nur geht. Und jetzt bin ich wieder beim Kanzler Scholz, der da am 27. Februar von der nuklearen Teilhabe gesprochen hat und sogar in Aussicht gestellt hat, dass diese veralteten Tornados jetzt durch amerikanische F-35-Kampfbomber ersetzt werden, um an dieser nuklearen Teilhabe tatsächlich mitwirken zu können. Und in dieser Situation von einer nuklearen Teilhabe zu sprechen, ist meiner Ansicht nach brandgefährlich. Und zwar so wie jeder, der hier auch nur andeutet, dass wir uns mit dem nuklearen Einsatz vertraut machen können. Und das war schon am 24. September 2020 hat der Generalinspekteur der Bundeswehr in der FAZ einen ganz langen Artikel geschrieben über den kommenden Krieg und hat darin festgehalten, dass Deutschland jetzt nicht mehr Frontstaat ist, wobei sich das ganz schnell ändern kann, sage ich jetzt mal, sondern nur die rückwärtige Drehscheibe. Und diese rückwärtige Drehscheibe ist aber zumindest ebenfalls nuklearen Angriffen ausgesetzt. Und es gab keinen Widerspruch in diesem Land. Also wie fahrlässig man hier mit dem Atomkrieg spielt und das geht jetzt aktuell weiter. Also Scholz am 27. Februar und jetzt erst habe ich gestern in den Stars and Stripes gelesen von Stratcom. Da habe ich, glaube ich, auch eine Folie geschickt, die da heißt Stratcom-Befehlshaber oder Stratcom-Commander, wenn Sie die einfließen können. Das war vorgestern oder gestern sogar. Und da schreibt er in den Stars and Stripes, US-Atomstreitkräfte trotz russischer Aggression mit wachsender chinesischer Nuklearkapazitäten bereit. Also es wird thematisiert. Und wenn man so ein Thema wie hier so sorglos ins Spiel bringt, wo wir jetzt noch vielleicht von einem begrenzten Konflikt in der Ukraine sprechen können, dann macht mich das wirklich stutzig. Und ich glaube auch nicht, dass das vielleicht nur ein begrenzter Konflikt ist. Wir haben leider im Moment zu wenig Informationen. Wir wissen also, dass mit Kriegsbeginn die Wahrheit ja ohnehin stirbt. Also es ist ein Krieg der Waffen und der Propaganda. So, und wie bei allen Kriegen ist die Frage des Wahrheitsgehaltes natürlich von hochrangiger Bedeutung, aber da haben wir natürlich Probleme. Aber es ist notwendig, um selbstständig, kritisch und logisch denken zu können. Das ist die elementare Voraussetzung für diese Entscheidung. So, und wir wissen insgesamt ja auch aus der Geschichte, dass Kriege ja eigentlich immer irgendwelchen Eliten dienen, um ihre Macht oder um ihren Profit auszuweiten. Und das ist, finde ich auch, das ist hier bei diesem Konflikt mit Sicherheit nicht anders.
Was so. Können Sie denn, Herr Effenberger, zum Hintergrund sagen? Uns wird doch die offizielle Linie gerade wieder vorgemacht und die offizielle Linie lautet, der böse Russe ist so aggressiv, man versteht gar nicht, wieso er so mörderisch plötzlich wie Kai aus der Kiste in die Ukraine einmarschiert. Ja. Gibt es da auch eine andere Sichtweise? Ja. Jetzt, Dr. Föhmich, jetzt ist meine Frage, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Ja, wir sind hier längst aus dem Ruder gelaufen, ja. Zeitlich. Nach Ihnen wäre noch Paul Craig Roberts dran, der nämlich auch schon im Bild ist. Aber den kennen Sie möglicherweise sogar. Den kenn ich, also nicht persönlich, aber seit Jahren lese ich seine Berichte, bin ich auf seiner Homepage und bin immer davon angetan, welche klaren Analysen er macht. Also ich bin ihm großartig dankbar. Ist einer der Amerikaner, den ich wirklich sehr verehre. Das muss ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ja, also es ist nicht Ihre Schuld. Wir sind hier eben komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, wir hängen hier eine Stunde hinterher mit dem Zeitplan. Trotzdem wäre es schön, wenn Sie uns einen kurzen Einblick geben könnten, ja, in die andere Seite der Medaille. Ja. Ja. Was ist denn nun? Ist es wirklich so, dass die Russen völlig verrückt geworden sind und planlos in der Gegend rumballern, oder gibt es da eine Vorgeschichte zu? Da gibt es eine Vorgeschichte. Also noch einmal, wenn wir jetzt die Situation analysieren wollen, dann müssen wir einmal tief in die Geschichte zurückgehen, um das zu verstehen. Das hat einen langen, langen Vorlauf und der ist sicherlich über 100 Jahre alt. Und dann haben wir natürlich auch, müssen wir in die Breite gehen. Wie sehen das die anderen Akteure auf dieser Welt? Und wir haben hier viele Akteure, die an diesem Konflikt hier in Europa durchaus Interesse haben. Mhm. Und zwar unterschiedlichst. Also dann kann man das vielleicht verstehen. Aber die Russland selber, wie gesagt, jetzt will ich nicht bis zum Ersten Weltkrieg zurückgehen, obwohl man das eigentlich auch müsste. Ich muss es eigentlich, weil nach dem Ersten Weltkrieg wurde Polen ja gestärkt, ganz gezielt, um auch ein Puffer zwischen Deutschland und Russland zu sein oder der aufkommenden Sowjetunion. Und der starke Mann in Polen, das war der Marschall Pilsudski, der hat gefordert, dieses Intermarium, also die Zwei-Meeres-Initiative zwischen Ostsee und Schwarzem Meer. Da sollte also ein großes Gebilde, von Polen geführtes Gebilde entstehen, das also ein Keil zwischen Deutschland und Russland schlagen sollte. Und das ist ja auch Ziel gewisser amerikanischen Eliten. Und das hat der George Friedman ja eindeutig da im Februar 2015 war es wohl, eindeutig vor der Welt öffentlich gemacht, dass das seit über 100 Jahren das Ziel ist, einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben. Also die größte Gefahr für die angloamerikanische Welt wäre eine Annäherung Deutschlands an Russland. Also wollen wir da, Herr Effenberger, wollen wir da kurz einen Punkt machen? Ja. Wenn Sie die Zeit hätten, dann wäre es, glaube ich, einfacher, wenn wir Paul Craig Roberts kurz dazwischen schieben würden. Und Sie könnten dann, wenn er durch ist, noch zu Ende ausführen, was Sie ausführen wollen. Das ist ein passender Punkt, diese Intermare-Geschichte. Ja. Wenn Sie die Zeit haben, ist das bei Ihnen möglich, Herr Effenberger? Wenn ich das jetzt noch mal kurz abschließen darf. Also, und wir haben am 21. Juli, im letzten Jahr 2021, haben Deutschland und die Vereinigten Staaten eine gemeinsame Erklärung zur Ukraine abgegeben. Und in dieser Erklärung wird definitiv festgehalten, dass Deutschland und Amerika sich gegen die russische Aggression stellen. Und zwar in einem zweieinhalbseitigen Papier dreimal in dieser Form. Und dieser Satz taucht überall auch bei Olaf Scholz, bei der Frau Baerbock. Das ist diese gemeinsame Erklärung. Und da wird Deutschland verpflichtet, die Souveränität der Ukraine zu garantieren, einschließlich der Halbinsel Krim. Also Herr Effenberger, könnte man hier sagen, dass es mal wieder so ist, dass, ich sage es jetzt mal ganz platt, die angloamerikanische Finanzmafia die Gegner, die sie nicht selbst angreifen will, aufeinander hetzt? Einmal das. Es geht tatsächlich hier im großen Raum um wirtschaftlich globale Interessen. Und diesen interessierten Kreisen in den USA, ich will es mal so vorsichtig umschreiben, denen ist dran gelegen, auch hier Europa, das Potenzial, das ist ja ein wirklich wirtschaftlicher Rivale mehr oder weniger, dass man hier
die Gelegenheit nutzt, dass auch Europa, würde man sagen, zurückgebombt wird. Das ist möglich. Und der Pepe Escobar hat das so geschrieben. Der Professor Kreis, Christian Kreis, sieht das ähnlich. Und ich habe es auch schon so gesehen. Und das war meine Angst als junger Hauptmann, als ich damals die Pläne machte. Da habe ich gesagt, falls es dazu kommt, dass wir das soweit noch überleben und die Sowjetunion vielleicht tatsächlich nach vorne marschieren könnte, dann werden wir atomar vielleicht nicht durch die Sowjetunion zerstört, aber ich war mir damals sicher, als junger Mann, dass dann, wenn die Vereinigten Staaten sich hier aus Europa zurückziehen müssen, dass die dafür sorgen, dass wir hier verbrannte Erde haben und dass den Sowjets damals keine intakte Wirtschaft in die Hände fällt. Also nur mal. Und diese Angst, die ich damals hatte, habe ich heute eigentlich auch wieder, dass es darum geht und wie gesagt, wie Deutsche, die deutsche Wirtschaft oder das auch die deutsche Politik seit Jahren sich immer hingestellt hat, wir sind Exportweltmeister. Das muss einfach Feinde auf den Plan rufen, verstehen Sie? Aber das ist jetzt eine andere Geschichte, meiner Ansicht nach. Ich wollte nur mit dieser Erklärung, der deutsch-amerikanischen Erklärung, einmal, das ist genau die Anbindung an das Intermarium von Pilsudski, 100 Jahre später. Und da steht unter anderem drin, dass auch Deutschland die Bestrebungen, jetzt ist es nicht mehr die Zwei-Staaten-Theorie, sondern die Zwei-Meeres-Initiative, sondern es heißt jetzt Drei-Meeres-Initiative, nämlich Ostsee, Schwarzes Meer und die Adria, weil man die Kroaten noch dazugenommen hat. Also, aber die Zielrichtung ist die gleiche wie vor 100 Jahren. Und das wurde unterschrieben und ich sehe jetzt einfach, und das war das Vermächtnis der Frau Merkel, an die neue Regierung, die kommt aus dieser Nummer gar nicht mehr heraus. Also, wenn das ernst ist, dann müsste tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland, nicht um die Souveränität der Ukraine zu schützen und die Krim zurückzugewinnen, müsste sie da einmarschieren. Also, das ist ein Teil der Situation, in der wir uns befinden. Das ist natürlich hochgradig krank. Und um das nochmal abzuschließen mit dieser atomaren Bedrohung, die Vereinigten Staaten haben am 8. November 2021 einen neuen Hyperschall-Raketenverband in Mainz installiert, der noch viel tragischer ist und viel weitreichender ist, als das damals die Pershing waren. Damals haben 2 Millionen Menschen demonstriert in Deutschland und jetzt wird das von der Presse nicht einmal wahrgenommen. Also die atomare Bedrohung Russland nimmt ständig zu und es wird offen drüber gesprochen. Ich wollte nur sagen, also dieser Konflikt in der Ukraine, also es betrifft mich wirklich, weil die Menschen in der Ukraine wirklich nur Spielball großer Interessen sind. Mehr nicht, großer Interessen sind. Und hier geht es viel mehr als um Ukraine. Es geht hier tatsächlich meiner Ansicht nach um eine Ordnung, ich benutze das ungern, eine neue Weltordnung, aber es geht da hier tatsächlich Flöcke reinzuhauen. Und ich erinnere nochmal, und da sind wir wieder in dem Jahr 2014 mit dem Maidan, und da hängt nämlich alles dran, seit dem Maidan laufen die gesamten militärischen Vorbereitungen für einen großen Krieg hier in Europa. Das kann ich also alles belegen. So, und da wurde dann auch im September das amerikanische Langzeitstrategie-Doktrin verabschiedet, TREDOC 525-3-1, Win in a Complex World zwischen 2020 und 2040. Und im Dezember 2014 wurde in den USA die Resolution 578 verabschiedet. Ist eine offene Kriegserklärung letztendlich. Hier fordert der Kongress den Präsidenten auf, alles zu tun, um die Ukraine zu befreien und so weiter. Es ist alles vorgegeben. Die USA könnten oder der amerikanische Präsident könnte sofort hier in den Krieg eintreten. Diese Resolution 578 gibt ihm alle Möglichkeiten. So, also die Situation sieht im Moment nicht gut aus. Was steht da drin, Herr Effenberger? Da steht da drin, dass, wie gesagt, die USA auch die Souveränität der Ukraine verteidigen, dass die Aggression Putins zurückgeschlagen wird und so weiter und dass der Präsident aufgefordert wird, alles Mögliche zu tun, um das vorzubereiten. Da sind 22 Punkte aufgelistet und der Ron Paul,
den ich ja auch verehre, also ebenso wie Paul Craig Roberts, ist der Ron Paul. Und der schrieb am Tag nach dieser Verabschiedung im US-Kongress, Kongress will Kriegserklärung gegen Russland. Und das haben sie bekommen. Und er schrieb dann, dieses Ultimatum stellt die Kriegserklärung an Serbien von 1914 in den Schatten. Das hat damals einen Tag nach dieser Verabschiedung im Kongress Ron Paul geschrieben. Und das braucht nur aus der Schublade gezogen werden. Also, das was ich nicht verstehe, dieses ganze atomare Säbelrasseln, irgendwie fühlt sich das so unglaublich gestrig an. Also ich sage es jetzt einfach nur mal so, also natürlich ist es eine ganz akute Gefahr, aber eigentlich, es ist so unbegreiflich. Ich meine, wir bauen hier Atomkraftwerke ab, weil wir Angst haben vor gegebenenfalls, also weil wir das gar nicht wollen, diese auch verseuchende Energiegewinnung, ja. Und also ist ja, denke ich, mit einer der Gründe, warum man das tut oder getan hat. Und gleichzeitig wird jetzt hier munter, als sei es irgendwie das Normalste von der Welt, werden atomare Angriffe irgendwie in den Raum gestellt. Also wie ist denn das möglich? Was ist das? Ist das jetzt nur ein Habitus, der irgendwie die ganze Sache nochmal dramatischer machen soll? Oder plant man das wirklich? Also das muss doch jedem klar sein, dass das ja für uns, für niemand überhaupt irgendwas bringen kann, weil das wird dadurch nichts gelöst. Was soll das? Also wie sehen Sie das? Das ist jetzt vielleicht eine bisschen naive Frage, aber ich finde das so irrsinnig. Kriege lösen nichts. Sie schaffen nur noch neue Probleme. Sie schaffen viel Leid, aber machen auch auf der anderen Seite viele andere Menschen ganz reich. Also wir müssen immer beide Seiten sehen. Viele leiden, sehr viele sterben, unendlich viele haben keine Zukunft mehr, sind perspektivlos, aber eine kleine Elite kann sich dadurch arrondieren, die Macht vergrößern und natürlich ihr Vermögen auch. Und das war, nochmal, ich kann immer nur sagen, Folge der Spur des Geldes. Das geht seit allen Kriegen so. Seit allen Kriegen so. Und zu Ihrer Zeit mit den Atombomben. Ja, ich verstehe Ihre Heftigkeit jetzt im Moment. Aber da ich das ja vor 50 Jahren gemacht habe, den Einsatz, den atomaren Einsatz, also in der Funktion auch als atomarer Wirkungsberater, damals, kann ich Ihnen nur sagen, wurde damit nur so um sich geworfen. Ja, was sind das 2200 Atomzielpunkte? Natürlich war alles geheim. Keiner hat darüber gesprochen. Das waren die 70er Jahre. Da waren Sie ja noch gar nicht auf der Welt, nehme ich mal an. Da war, Herr Füllmich lacht schon noch, ja, da war freie Liebe, da war Party angesagt, oder? Und ich saß da als Berater in meinem Zimmer und habe tagsüber Kriegspläne gemacht mit 26, 27. Ich hatte keine Lust, auf Partys zu gehen, weil ich gesehen habe. Und da hat man mit einem Potenzial von Atomwaffen um sich geworfen. Das war selbstverständlich. Bei allen Militärspielen, naja, da schmeißen wir noch ein paar Atombomben drauf und so weiter. Also, und Sie werden kaum was finden, dass da von den Verantwortlichen in den Jahren des Kalten Krieges, dass da jemand mal an die Öffentlichkeit geht und sagt, ja, es war verantwortungslos, was wir geplant haben. Ja? Das sagt Willy Wimmer und ich versuche es aber wie auf der untersten Ebene als ganz kleiner Hauptmann. So, und sonst hört man nichts. Aber dieses Umgehen mit dieser nuklearen Teilhabe und dass wir Flugzeuge kaufen wollen, die da fähig sind, diese Atomwaffen abzuwerfen, das ist doch in meinen Augen, nein, es ist nicht hinnehmbar. Also ein Land wie Deutschland, das im 20. Jahrhundert durch das Feuer gegangen ist, was sie teilweise auch selbst gelegt haben. Aber das Volk ist durchs Feuer gegangen mit dem. Das müsste doch geläutert sein. Und für die müsste es jetzt im 21. Jahrhundert nichts anderes geben als absolute Staatsräson. Wir stehen auf dem Boden des Gesetzes. Und gerade in der ganzen Corona-Geschichte merken wir ja, wie das Gesetz ausgehöhlt wird. Wir stehen nicht auf dem Boden des Gesetzes mehr. Wir stehen nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes. Im Grundgesetz, Artikel 26, ist die Vorbereitung eines Angriffskrieges unter Strafe gestellt. Ja, hervorragend. In Nürnberg wurden denen man das nachweisen konnte, dass sie Angriffskriege vorbereitet haben, wurden gehängt. Und ich sage zu Recht. So, wünsche ich mir jetzt wieder. Und der Admiral Schmeling hat dann die Bundesregierung angezeigt wegen Vorbereitung eines Angriffskrieges. Und was hat der Generalbundesanwalt darauf gemacht? Der hat gesagt, nein, die sind nicht strafbar. Die haben sich nicht strafbar gemacht, weil sie haben diesen Krieg nicht vorbereitet, diesen Angriffskrieg. Sie haben ihn nur unterstützt und haben teilgenommen. Und die Unterstützung und Teilnahme eines Angriffskrieges steht bei uns nicht unter Strafe. So, also wie pervers ist das Ganze denn?
Also Sie sehen schon, ich werde richtig zornig. Und das kann Sie vielleicht nur verstehen, wenn ich zwischen 26, 27, anderthalb Jahre mich mit diesem Wahnsinn beschäftigen musste. So, und jetzt sehe ich, dass das einfach weitergeht und mit lockerer Hand. Und dass der Kanzler Scholz dann nach der Krise auch noch beklatscht wird. Und die Medien greifen das nicht auf, um Gottes Willen, was wollen wir mit der nuklearen Teilhabe? Also nochmal, Staatsräson auf dem Boden des Gesetzes stehen. Und dann, wenn wir irgendwo helfen, dann immer im Rahmen des Gesetzes und immer dem Schwachen. Immer den Schwachen. Das müsste unser Vermächtnis sein aus dem 20. Jahrhundert, denke ich einmal. So. Und da sehe ich eigentlich wirklich wenig. Und das Liefern von Waffen löst keine Probleme, überhaupt keine. So. Und diese Eskalation wieder sowohl im militärischen Bereich, auch wie im Propagandabereich, im Medien, bringt uns nur noch tiefer in diese Krise hinein. Wenn wir den Menschen helfen, müssen wir deeskalieren. Wir müssen miteinander sprechen. Aber schön, wenn ich anschließe, ich habe so einen Respekt von den Paul Craig Roberts, den ich wirklich sehr verehre. Das geht in Ordnung, Herr Effenberger. Wenn wir so gegen 10 vor 4 Herrn Roberts ranlassen, der hat sich bereit erklärt, so lange zu warten. Also Herr Effenberger, ich fürchte, hier hat sich nichts geändert. Weder die Deutschen haben sich geändert, noch hat sich an den Begehren derjenigen, die mit Kriegen Geld verdienen und Kontrolle ausüben können, irgendwas geändert. Gar nichts hat sich geändert. Ich hatte zwischendrin auch mal so einen leichten Gedanken, als 2006 hier Weltmeisterschaft und dann diese, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das, irgendwie der Sommer, der sonst irgendwas. Ne? Aber ich glaube, das sind nur orientierungslose Leute gewesen, die Gutmenschen sein wollten und gar nicht wissen, wie das geht. Also es hat sich offensichtlich in Deutschland gar nichts geändert. Von hier ist nichts zu erwarten. Wenn, dann kann von außen was kommen oder durch Druck von außen. Darauf reagiert der Deutsche. Ja, also meine Angst, die ich schon immer hatte, oder Angst ist vielleicht falsch, die Befürchtung, dass einzig erst dann kommen würde, wie am 8. Mai 1945. Da haben dann die Letzten, die noch auf die Wunderwaffen gehofft haben, das kalte Bajonett des Gegners am Hals gespürt und dann mal angefangen haben, nüchtern zu denken. Vorher geht es anscheinend nicht, genau. Aber das muss ja nicht passieren. Und jetzt alleine, wenn wir sehen, dann nach 1900, ich habe ja schon das also mit 1920, dieses Intermarium, und wenn wir dann sehen, bei dem Vertrag von Rapallo, wo der Völkerbund sich da in Genua getroffen hat und Deutschland und Russland als Paria nicht in Genua sein durften, sondern im Vorort Rapallo, da hat Lenin dann dafür gesorgt, dass dieser deutsch-sowjetische Vertrag geschlossen worden ist. Das führte natürlich dann zu Druck auf die deutsche Regierung, vor allem auf den Kanzler Wirth und auf den Minister Walter Rathenau. Also hier ging es wieder darum. Die Annäherung hat die total verängstigt. Und dann hat man geguckt, welche reaktionären Kräfte kann ich in Deutschland aufbauen und in Russland und so weiter, um hier einen Keil zu machen. So, und dann ging das in diesen Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg Russland als Bündnispartner der Alliierten, aber schon mit Ende des Krieges 1945 wurden die Kriege gegen Russland vorbereitet. Das ging los schon im Oktober 1945 mit der Operation Totality, der Angriff auf die 20 größten Industriestädte der Sowjetunion. Hat Eisenhower ausgearbeitet. Dann wurde im April 1949 die NATO gegründet und am 19. Dezember 1949 wurde der Kriegsplan Dropshot verabschiedet. Ein Kriegsplan, der 1957 umgesetzt werden sollte, nachdem die Bundeswehr soweit aufgebaut war und die rückwärtigen Gebiete dank Marshallplan bereit waren, für den Krieg die Versorgung zu übernehmen. Also das war systematisch geplant. Bloß dann kam Sputnik und da hat man das erstmal zurückstellen müssen. Dann ging es los. 1955 haben die Vereinigten Staaten schon die Atomraketen Jupiter C aufgestellt in Großbritannien und in der Türkei. Vor der Haustür Russlands. So, das führte zur Reaktion von Russland, dass sie auf Kuba Raketen aufstellen, um damit gleicher Münze heimzuzahlen. Und das war wieder Kennedy, der diesen Atomkrieg. Die amerikanische strategische Atomflotte war in der Luft.
unumkehrbar. Und nur, dass der Bruder Robert Kennedy mit dem Commander mehrfach aufgefordert hat, umzudrehen. Und derweil hat der John F. Kennedy mit Gorbatschow verhandelt. Und Kennedy hat nicht gewusst, er hat seinem Sicherheitsberater George Bundy gesagt, also er begreift das überhaupt nicht, wie die Russen sowas machen können, vor der amerikanischen Haus die Atomraketen aufzubauen. Was wäre, wenn das die Vereinigten Staaten vor Russland machen würden? Und da sagt der George Bundy, ja, Mr. President, das machen wir seit 1955. Da steht. Und dann hat Kennedy sofort zum roten Telefon, sofort mit Gorbatschow. Und die haben dann ausgemacht, dass hier dieser Atomkrieg nicht stattfindet. Und das einzige Bedingung war, das ist ja im Westen nicht bekannt geworden, dass die sich geeinigt haben, sondern es hieß nur, die Russen mussten ihre Raketen abziehen, also die westlichen Medien, und die Vereinigten Staaten standen als Sieger da und die Russen als Verlierer. Das war aber nicht so. Kennedy hat Gorbatschow gesagt, er kann das machen, aber er möchte den nächsten Wahlkampf gewinnen, um auch weiter mehr für den Frieden tun zu können. Aber wenn er zugibt, dass er hier einen Deal gemacht hat mit Khrushchev, wird er die Wahl verlieren. Und da hat Khrushchev gesagt, er braucht das nicht. Er muss das nicht in den Medien feiern. Ihm geht es nur um die Sache. Also da. Und beim nächsten Fall, der Enthauptungsschlag durch Reagan 1982, führte dann dazu, dass Gorbatschow da kam und die weiße Flagge gezogen hat. Aber seit 2014 mit dem Maidan-Putsch laufen die militärischen Vorbereitungen in Osteuropa auf Hochtouren. Wir haben ja vorher schon die NATO-Osterweiterung gehabt. Wir haben 2008 schon den Krieg da in Georgien gegen Russland, wo der vom Westen aufgebaute über eine farbige Revolution, die Rosenrevolution, der Herr Saakashvili das gemacht hat. Dann wurde das erstmal wieder zurückgefahren. Aber bestimmte Kräfte in den USA wollen schon seit 2004, dass die Ukraine und dass Georgien in die NATO kommen. Da hat ja auch der Kennan, wirklich dieser, einer der ganz Großen der amerikanischen Politik, der George Kennan, hatte 1998, als die NATO-Osterweiterung bereits angedacht wurde, hat er ja, muss ich jetzt mal eben gucken, warten Sie mal, ich kann das, das ist die Sache wirklich wert, muss ich mal eben gucken, warten Sie mal, wo habe ich denn das? Kennan. So, am 2. Mai 1998, als zum ersten Mal ins Gespräch kam, diese NATO-Osterweiterung, hat denn der damals 94 alte Top-Russland-Erfährte und ehemalige Botschafter in Russland, George Kennan, völlig klar im Kopf, zwar dem amerikanischen Journalisten Friedman, da ein Statement abgegeben. Und das möchte ich jetzt gern zitieren. So, das war also 1998 von George Kennan und der ist wirklich der absolute anerkannte Russland-Experte in den USA und der hat immer schon den Ausgleich gesucht und der sagte da, ich glaube, dass dies der Beginn eines neuen Kalten Krieges ist. Ich denke, die Russen werden allmählich ziemlich negativ reagieren und das wird ihre Politik beeinflussen. Ich denke, es ist ein tragischer Fehler. Es gab überhaupt keinen Grund für diese Aktion. Niemand bedrohte einen anderen. Bei dieser Ausweitung würden sich die Gründerväter dieses Landes im Grabe umdrehen. Wir haben uns verpflichtet, eine ganze Reihe von Ländern zu schützen, obwohl wir weder die Mittel noch die Absicht haben, dies in irgendeiner Weise ernsthaft zu tun. Die NATO-Erweiterung war einfach eine leichtfertige Aktion des Senats, der kein wirkliches Interesse an außenpolitischen Angelegenheiten hat. Was mich stört, so Kennan, wie oberflächlich und schlecht informiert die gesamte Senatsdebatte war. Besonders gestört haben mich die Verweise auf Russland als ein Land, das darauf brennt, Westeuropa anzugreifen. Und Sie sehen, das war 98. 2004 ging das dann mit den farbigen Revolutionen los. Und eigentlich ja schon ein Jahr später, 99, schon mit Jugoslawien. Wenn wir daran denken,
mit Oktor, mit der Faust, nicht? Das war die farbige Revolution, die da vom, was war das von bestimmten Instituten da in den USA mit Gene Sharp und anderen Nichtregierungsorganisationen gezielt vorbereitet war und dann tatsächlich in diesen Jugoslawienkrieg mündeten, also oder Kosovo-Krieg, wie wir kennen, oder Rest-Jugoslawien-Krieg, da griffen dann am 24. März 1999, ja, ohne UN-Resolution, griffen USA und NATO, griffen Rest-Jugoslawien, also hier vor allem Serbien, an und zwar und bombardierten dieses Land 78 Tage und Nächte. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder die andere, wie die jungen Menschen mit einem T-Shirt, mit dem Target-Schild obendrauf, auf die Brücken gegangen sind und sich die Hände gehalten haben und gesagt, kommt, greift uns an. Also, und insgesamt 2500 Tote. Und die Umweltverschmutzung in Serbien, auch heute noch, ist ja unvorstellbar durch diesen Krieg. Dieser Krieg wurde nach dem Bombing nach Worden, dem General, Luftwaffengeneral Worden, da werden nur die Infrastruktur wird angegriffen, also alles nur die weichen Ziele, keine militärischen Ziele. Und in den 78 Tagen Bombardement wurden insgesamt 14 Panzer getroffen. Aber die Bevölkerung und Infrastruktur, Brücken, Kläranlagen, Raffineriewerke, Umspannwerke und dergleichen mehr. Und dann wurden auch noch, ich weiß nicht, wie viele Tonnen waren das jetzt, 10 Tonnen Uranmunition eingesetzt, diese panzerbrechende Munition mit depleted Uranium. Das führt beim Verschoss und beim Verglühen, entstehen Nanopartikel, also radioaktive Nanopartikel, die sich dann in den Lungen festsetzen und zu Karzinomen führen. Wir haben jetzt noch 20 Jahre, 22, 23 Jahre danach, viele Krebsfälle in Restjugoslawien oder Serbien. So, dann wurde, und wir wissen, dass dieser Krieg nur vorgeschoben war. Nicht in Kosovo gab es die Unruhen, die da ja auch geschürt waren. Und dann wurde in Rambouillet verhandelt und Milosevic, der Staatspräsident, hat das alles unterschrieben. Er hat gesagt, wir können den Kosovo, weil da inzwischen mehrheitlich Albaner sich angesiedelt hatten, können wir in die Autonomie entlassen. Kein Problem. So, und das hat nicht gereicht. Das war nicht reif für einen Krieg. Also hat Madame Albright, die amerikanische Außenminister, mit dem deutschen Außenminister Josef Fischer, haben die einen Anhang B dahinter gehängt, hinter diesem Vertrag. Und in diesem Anhang B sollte Milosevic unterschreiben, dass er sein ganzes Land zu Wasser, zu Luft, zu Lande der NATO überverantwortet. Und das hat er nicht mehr unterschrieben. Aber vor der Öffentlichkeit wurde nur, und also sogar vor dem Kabinett, vor dem Parlament sagte Joschka Fischer, Milosevic unterschreibt diesen Vertrag nicht. Also Krieg. Und so ist Deutschland nach 45 in den ersten Angriffskrieg oder in einen Krieg, der dann ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war, hineingelogen worden. Das ist eine Tragödie. Und die Grünen, und das werfe ich Ihnen heute besonders vor, sind nicht in der Lage, ihr Vergehen von damals einmal aufzuarbeiten. Es wird alles getan, das hinzustellen, als ob es ein gerechter Krieg gewesen sei. Das war es mit Sicherheit nicht. Und wie gesagt, ich war am 20. Jahrestag, am 24. März 2019, vom letzten jugoslawischen Außenminister Zvitan Jovanovic eingeladen nach Belgrad. Da waren 200 Leute aus 50 Ländern, die da Statements abgegeben haben. Und ich habe das auch. Aber von der deutschen politischen Bühne war niemand da. Es waren noch die Freidenker da, die, glaube ich, was gesagt haben. Und dann natürlich der Österreicher, der Peter Handke. Aber sonst niemand. Und dafür wurde Handke natürlich auch böse angefeindet, dass er da sich geäußert hat. Aber der hat sich nur, ihm geht es nur um die Menschlichkeit. Nicht? Die Menschlichkeit muss man in den Vordergrund stellen, überall. Und das ist das, was ich vermisse. Damals auch, weil das ein hier als gerechter Krieg verkauft wurde, sogar der Habermas hat in den Zeitungen geschrieben, es handelt sich hier um einen gerechten Krieg. Also es gibt in meinen Augen keine gerechten Kriege. Und wie man da so leichtfertig sein kann und die Demonstrationen für diese leidenden Serben, die hat es hier kaum gegeben. Und das macht mich eigentlich traurig, wie schnell sich die Menschen manipulieren lassen. Da ist das Böse,
da sollt ihr demonstrieren, dagegen sollt ihr demonstrieren. Und das wird jetzt von den Guten gemacht und da muss man nicht dagegen demonstrieren. Und das wird gemacht. Also egal, wo auf der Welt Kriege und Ähnliches stattfinden, ich bin immer sehr betrübt, ja, und traurig, wenn ich sehen muss, dass hier nicht mehr berichtet wird. Es wird nur so lange berichtet, wie es in die Diplomatie oder in die Politik des Westens passt. Aber das Leid geht in diesen Ländern weiter. Schauen wir nach Libyen, schauen wir nach Syrien. Da ist eigentlich seit 2015 kein Krieg mehr. Aber Aufbauhilfen, null. Das ganze Geld, die Bundesrepublik hat seit 2012 bis jetzt eigentlich nur die Rebellen unterstützt. Gut, wir haben hier 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, was ja auch eine große menschliche Leistung ist. Aber ich sage es Ihnen, als Soldat kann ich mich in das Kriegsgeschehen hineinversetzen. Und ich sage Ihnen, die Menschen, die wir bei uns zum Beispiel in Pöcking bekommen haben, das waren sie 100, und davon mit Sicherheit 75 junge, kräftige Männer. Junge, kräftig. Und das heißt, die brauchen unsere Hilfe eigentlich nicht. Unsere Hilfe brauchen die Schwachen, die egal wo, aber vor allem in den Kriegsgebieten, in dieser zerstörten Stadt Aleppo. Da müssen Frauen mit Säuglingen im Schmutz, im Dreck überleben. Sie haben kein sauberes Trinkwasser. Das gilt natürlich für die Alten, Kranken und Gebrechlichen natürlich genauso oder für die Behinderten. Die haben keine Chance. Also um die muss man sich kümmern auch. Zumindest muss man dafür sorgen, dass es da humanitäre Korridore gibt und dergleichen. Und ich sehe hier nur, dass alles politisch instrumentalisiert ist. Und dass es nicht um Menschlichkeit geht. Das ist ja Ihr Verdienst, den Sie ja auch mit dem Corona-Ausschuss haben, dass der Mensch im Vordergrund steht. Und dazu müssen wir hinkommen. Also die Menschlichkeit nicht nach dem politischen Spektrum da verorten, sondern unabhängig davon. Wirklich den Menschen sehen. Und wenn ein Russe hier in Not ist in Deutschland, dann muss man auch dem helfen. Und was kann der dafür, nämlich wenn Putin Krieg führt? Also verstehen Sie, das berührt mich einfach. Es berührt mich einfach. Und wie hier in diesem Land mit den Ungeimpften umgesprungen worden ist in dem letzten Jahr, finde ich einfach eine Schande. Ich kann es nicht anders sagen. Weil ich selber erlebt habe, wie die ausgegrenzt wurden. Und sogar im Familienkreis. Also ich muss sagen, es macht mich einfach nur traurig. So, und hier einmal das zu wollen, das verstehen wollen, was läuft hier wirklich ab? Was sind die Triebfedern für solch einen Krieg? Ja. Um dann zu verstehen. Und das sagt im Bundestag nur stehende Ovation, wie auch der Krieg gegen Afghanistan. 20 Jahre Krieg gegen Afghanistan. So, und was war der Grund dafür? Der Grund, ja, eigentlich gibt es gar keinen Grund. Von den 19 Attentätern von 9/11 war nicht ein einziger Afghane dabei. Aber, soweit ich weiß, 15 aus Saudi-Arabien. Und da wurden die 28 Seiten geschwärzt. So, und ich glaube, 27 Tage nach 9/11 wurde der Krieg gegen Afghanistan begonnen. 27 Tage. So, und in diesen, und wenn wir denken, in Sarajevo, da hat es 30 Tage gedauert, da hat aber die österreichischen Behörden einen Teil der Täter gefangen genommen. Und wussten, die Spur führt nach Belgrad. 9/11 war gar nichts da. Und der einzige Kriegsgrund für Bush war, dass die Taliban nicht schnell genug Osama Bin Laden auslieferten. Sie wollten ausliefern. Die haben aber gesagt, das höchste Gesetz in Afghanistan ist das Asylgesetz. Und das Asyl kann nur partiell aufgehoben werden von dem obersten Mullah-Rat. Und sie haben gesagt, wir haben den eingerufen. Und der wird entscheiden, ob wir Osama Bin Laden ausliefern können oder nicht. Aber dazu ist es ja gar nicht gekommen. Man hat sich mit dieser Nordallianz vereinigt und hat den Krieg nach Afghanistan reingetragen, 20 Jahre lang. Was wurde da mit Drohnen bombardiert? Hochzeitsgesellschaften, Krankenhäuser wurden angegriffen. Und zwar stundenlang, weil da Ärzte ohne Grenzen waren, die also sich kritisch geäußert hat zu den Vorgängen in Afghanistan. Und. Also verstehen Sie, es ist einfach die Wahrnehmung. Es geht hier wirklich um die Wahrnehmung. Und wie wir immer wieder diesen Krieg verlängern konnten und jetzt ein zerstörtes Land hinterlassen haben, wirklich zerstört. Und wir natürlich haben auch unsere Reputation, die Deutschland da noch hatte vorher, komplett zerstört. Also und dafür auch einen Blutzoll gezahlt.
Ich kenne selber einen Hauptfeldwebel mit Familie, der da gefallen ist. Also nein, da werde ich richtig böse, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht so einfach nicht. Und da sind wir wieder bei dem Gleichen, was gerade ja auch angesprochen wird. Wie schuldig machen sich die Abgeordneten, wenn sie zur Impfpflicht abstimmen? Und wie schuldig macht sich der Bundestag, wenn sie einfach sagen, ja, wir machen Krieg in Afghanistan? Also von dem menschlichen Leid auf beiden Seiten. Das muss man doch sehen. Und da muss man doch zumindest sich erkundigen, wie ist es zu dem Krieg gekommen? Welche Gründe liegen dafür vor? Kann ich diese Gründe mittragen? Und da hätte es eigentlich keinen Bundestag geben dürfen, der diesen Grund hätte mittragen können. Weil es gab keinen. Verstehen Sie? So, und so geht das jetzt auch weiter. Und jetzt will ich nochmal den Bogen zu spannen. Also seit 2014 werden, also mit diesem Putsch auf dem Maidan, der ja mit 5 Milliarden US-Dollar finanziert wurde. Und soweit ich die Folge der Spur des Geldes, wenn die Vereinigten Staaten, oder sagen wir mal Kreise in den Vereinigten Staaten, 5 Milliarden US-Dollar in derartigen Putsch investieren, dann möchte man Dividende sehen. Und die Frage ist jetzt, weil aus Menschenliebe wird das nicht gemacht, sondern man erwartet etwas. So, und was sind jetzt die Erwartungen an die Ukraine? Natürlich erstmal eine pro-amerikanische Politik, eine antirussische Politik, völlig klar, weil es geht da gegen Russland. Und die Ukraine hat sich, ein Teil hat sich einspannen lassen. Und wenn wir einmal schauen, die erste Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, die da kam, schon 2004 nach den ersten Orangen Revolution, die ist dann ja auch irgendwann mal im Gefängnis gelandet wegen Verdachts auf Korruption und dergleichen mehr, gegen den Oligarchen und Schokoladenkönig, da Poroschenko, der dann nach 2014 da Präsident wurde in der Ukraine, der ist inzwischen auch schon auf der Flucht, so weiter, und jetzt hat er sich gestellt, gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Hochverrats und so weiter. Also der Saakashvili, der in Georgien den Krieg geführt hat, musste auch fliehen, weil Korruptionsvorfälle, Anklage drohten. Er wurde dann in der Ukraine aufgenommen und da als Gouverneur von Odessa eingesetzt und so weiter. Also das sind wieder so Punkte, die Wahrnehmung. Wenn wir sehen, in der Ukraine hat sich der Westen tatsächlich auch mit diesen neofaschistischen Gruppierungen, wie sie heißen, ob das die Svoboda-Partei ist oder ob das das Azovsche Bataillon ist, haben die sich gemein gemacht. So, und wenn Sie sich einmal nur die Bilder anschauen, was am 1. Mai 2014 in Odessa passiert ist, der Sturm auf das Gewerkschaftshaus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen da ermordet worden sind, aber ich denke, es dürfte auch an die 100 gehen. So, das wurde nicht thematisiert von den Medien. Also dieser faschistische Mob hat sich auf die jungen Ukrainer gestürzt, die also nicht diese rechtslastige Republik haben wollten. Und die hatten ein Zeltlager vor diesem Gewerkschaftshaus. Das wurde von denen niedergetrampelt, sage ich jetzt mal, haben sich in das Gewerkschaftshaus geflüchtet. Und dann sind die rein und haben das Gewerkschaftshaus angezündet. Und diejenigen, die dann sich aus dem Fenster springen wollten, wurden von der Straße erschossen und so weiter. Also, und das ist kein Thema in unseren Medien. Und da meine Herr Effenberger, was steckt dahinter? Warum haben ich sage es jetzt nochmal platt, warum hat die angloamerikanische Finanzmafia, City of London, Wall Street, damals den Maidan mit 5 Milliarden finanziert? Was war der Grund? Was wollen die? Und eine andere Frage, warum ist die Ukraine offenbar seit über 100 Jahren ein scheinbar so bedeutender Platz? Mir hat das nie eingeleuchtet, dass irgendjemand auf die fantastische Idee kommen könnte, zu sagen, wer die Ukraine beherrscht, beherrscht Eurasien. Leuchtet mir nicht mal im Ansatz ein. Da muss ich mal, ob ich es finde, weiß ich jetzt nicht genau. Brzezinski hat da ganz klar geschrieben in seinem Buch Die einzige Weltmacht. Und ich denke, er kommt sehr nah ran. Er bringt das also, die einzige Weltmacht, das machen wir so, ja. Er war ja einer der beliebtesten außenpolitischen Theoretiker von Präsident Obama und dem
und als nationaler Sicherheitsberater von Präsident Carter. Und da hatte das Buch 1998 geschrieben, The Grand Chessboard, also das große Schachbrett, oder in Deutsch die einzige Weltmacht. Und da lässt sich das alles nachlesen und ich denke, er bringt es wirklich auf den Punkt. Es geht zurück, vielleicht darf ich das hier noch ausholen, auf die Theorie von Alfred Mackinder aus dem Jahr 1904. Und auch nur dann, wenn man den Mackinder versteht, kann man den Ersten Weltkrieg verstehen. Unter anderem, das ist natürlich nicht die einzige Triebfeder, sondern eine von vielen. Und er hat also darauf hingewiesen in dieser angloamerikanischen Welt, dass es das Aktion gibt, wer Osteuropa beherrscht, beherrscht das Herzland. Und das Herzland ist das Land ostwärts des Urals, vom Eismeer bis zum Kaspischen Meer. Und wer das Herzland beherrscht, beherrscht die Weltinsel, Eurasien. Und jetzt schauen Sie einmal, die USA haben um Eurasien 80 Stützpunkte, als außereurasische Macht 80 Stützpunkte. Sie haben unterhalb des Kaspischen Meeres und des Schwarzen Meeres von Ägypten aus bis nach Kasachstan, da haben die ihr zentrales Regionalkommando gelegt, die USA. Sie haben die Welt ja in 6 Regionalkommandos aufgeteilt, überspannt. Und das Zentrale, der absolute Hammer, liegt unterhalb eigentlich des Herzlandes. Fällt auch keinem auf. So, und wenn wir einmal schauen, seit 1990 spätestens brechen da die Kriegsfeuer aus. Und zwar überall. Ob das jetzt Jugoslawien auf dem Balkan war, und zwar entlang der alten Seidenstraße. Nicht? Da erst Jugoslawien, dann der Irak und so weiter. Da ist der Krieg, den man da hineintragen wollte, oder Afghanistan und so weiter. Und der Krieg ist da ja nicht zu Ende. Also der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan, der ging ja doch tatsächlich sehr überraschend, auch für mich mehr oder weniger. Und ich denke auch, dass, und das wurde auch 2014 schon gesagt, wenn Afghanistan kein Thema mehr ist, werden sich die Vereinigten Staaten verschärft hier um Europa kümmern. Das sehen wir jetzt ja auch. Also es steht alles in irgendeinem Zusammenhang. Aber Brzezinski also hat dann geschrieben, also wieder mit Mackinder im Hinterkopf, und hat da geschrieben, darin argumentiert er in diesem Buch, dass die USA die Kontrolle über eine Reihe strategischer Länder, darunter die Ukraine, übernehmen müssen, da dieses Land einen neuen und wichtigen Platz auf dem eurasischen Schachbrett darstellt, ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt ist, weil seine bloße Existenz als unabhängiges Land bedeutet, dass Russland aufhört, und jetzt wird es ziemlich wichtig, ein eurasisches Imperium zu sein. Und deswegen auch die Aussage von Obama, vielleicht nachvollziehbar, 2009, glaube ich, war es, es ist ja nur noch eine Regionalmacht. Und das hat natürlich auch die Vertreter im Kreml da stark getroffen, weil sie einfach nicht mehr auf Augenhöhe waren oder wahrgenommen werden sollten. So. Und Brzezinski warnt davor, Russland zu erlauben, die Kontrolle über das Land, also über die Ukraine, wieder zu erlangen, da es dadurch automatisch wieder die Mittel erhält, um ein mächtiger imperialer Staat zu werden, der Europa und Asien umspannt. Darum geht's. Darum geht es unter anderem. Und das ist der alte Krieg aber, von, wie George Friedman sagt, hier Russland klein zu halten, auf dem Kontinent Deutschland klein zu halten und so weiter. Und, ja, und die Vereinigten Staaten, wie gesagt, mit ihren 80 Stützpunkten rund um Eurasien, haben dieses Ziel vor Augen. Zumindest eine kleine Elite in den Vereinigten Staaten, die so global und finanzglobal denkt. Für die ist es wichtig. Für die Masse der Amerikaner natürlich nicht. Und wir als Deutsche können auch sagen, wie krank ist so ein Axiom? Nicht? Wer also Osteuropa hat, beherrscht das Herzland und wer das Herz und so weiter. Also das ist doch ein krankes Denken meiner Ansicht nach. Aber das ist die Triebfeder seit 100 Jahren. Zumindest bei einigen Köpfen, bei einigen Strategen im angloamerikanischen Lager. Und das müssen wir einfach ernst nehmen. So unsinnig es auch sein mag, wir müssen es ernst nehmen. Das Ziel ist hier Eurasien. Und nun spielt natürlich China auch einen Part. China war ja bis...